Ja, meine lieben Freunde, heute mache ich ein kleines Tutorial für euch, nämlich darüber, wie man DVDs, CDs aller Art brennt, auf andere Dateien umwandelt oder auf dem PC direkt speichert. Dazu benötigen wir ein Programm, was natürlich kostenfrei ist, und das nennt sich Free Video Converter. Genau, das habe ich mir schon mal eingegeben. Und runterladen, wir laden es runter und tun, sonst wäre es grammatikalisch falsch, über Ship Online. Genau, hier sehen wir als erstes mal Kaufpreis. Es kostet nichts, ist natürlich schon mal super, wird unterstützt von folgenden Betriebssystemen: XP Vista 7 und 8, ist auf Deutsch und ich denke, weiter geht's, meine lieben Leute. Einfach auf den Download-Button klicken, weiterklicken. Das ist praktisch, ist nämlich hier geprüft von Kaspersky, glaube ich sogar. Und wenn ihr das runtergeladen habt, die Datei ist nur 720 MB, 27 MB groß. Installiert ihr die Datei und seht sie hier direkt. Das dürfte dann euer Startbutton sein. Das Ganze öffnen wir jetzt mal. Das lädt etwas. Sehen wir hier die ersten Übersichten. Das Ganze ist super gestaltet, wie ich finde, wunderschön programmiert und äußerst einfach und selbsterklärend. Wir klicken auf Video, wir klicken auf DVD, nicht auf Video, und wählen jetzt hier direkt eine Datei aus. Falls ihr jetzt mehrere Laufwerke habt, müsst ihr euch das Richtige aussuchen. Ich habe mich heute entschieden, Iron Man zu brennen. Und jetzt kommen wir zu der ganzen Sache, worüber ich jetzt vielleicht ein, zwei Wörter verlieren möchte, nämlich legal, illegal. Das ist eine große Frage, denn was mache ich jetzt mit der Datei? Wenn ich das Iron Man jetzt hier, angenommen auf meinem PC speichere oder direkt auf einen weiteren Rohling kopiere, ist das legal, wenn ich das dafür mache, was ich jetzt zum Beispiel mache? Ich ziehe es mir auf den Computer dafür, dass ich es mir später dann umwandeln kann in eine andere Datei, zum Beispiel in MP4, damit ich es mir aufs Handy ziehe und dann während Autofahrten oder so in der Schule für Android, für alles Mögliche umwandle, um es dann auf den Handy zu schauen. Für mich, weil ich habe mir den Film gekauft und schaue es praktisch nur auf einem anderen Gerät an und dazu brauche ich das Programm. Das ist legal. Wenn wir das jetzt uns auf einen weiteren Rohling kopieren, damit wir eine Sicherheitskopie haben, falls wir in den Urlaub jetzt fahren und sagen, wir wollen nicht die wertvolle echte DVD mitnehmen, sondern wir nehmen das Ganze mit auf einen Rohling, dann ist das auch noch okay. Grenzwertig wird es dann, wenn ich sage, sicherer ist es ja, falls mein Haus abbrennt, dass ich allen meinen Freunden mal eine Sicherheitskopie gebe, dann wird das schon wieder grenzwertig. Deshalb, ja, nur dass ich es so sagen wollte. Und auf jeden Fall, wir wählen jetzt hier Iron Man, drücken einfach hier, klicken auf das Richtige, Iron Man, okay. Das lädt jetzt einen Moment. Genau, das lädt etwas, da müsst ihr euch nicht wundern, das dauert einen kurzen Moment. Und ich habe das gerade ein bisschen jetzt zurechtgeschnitten, damit das kürzer ist. Kommt hier auf den PC an, wie lange das lädt, aber das dürfte schon, das ist ganz normal. Der liest erstmal eure DVD aus und guckt, was er damit machen soll. Okay, weiter geht's direkt. Nämlich, hier haben wir direkt eine Übersicht. Was sehen wir da alles? Da sehen wir verschiedene Videos mit verschiedenen Längen. Das ist schon ziemlich klar, was das hier ist. Nämlich, wir wählen das längste aus. Das hier ist der Hauptfilm. Das andere davor, hier zum Beispiel mit 2 Minuten 37, das ist zum Beispiel ein Trailer, der vor dem Film gezeigt wird. Was anderes ist vielleicht von, ich weiß nicht genau, von was ist denn der Film hier? Genau, der ist von Concorde. Ich glaube, ja, so spricht man das aus, vom Filmstudio. Und angenommen, die haben davor ihren eigenes Intro, sage ich jetzt mal. Das sind halt die anderen Sachen, die kürzer sind. Aber uns interessiert jetzt an sich nur der Hauptfilm und das ist der hier. Ganz praktisch ist es, wenn ihr zum Beispiel ganze Serien euch rüberzieht. Das ist ja auch ziemlich cool, wenn ihr die auf dem Handy schauen könnt und seht, die gehen an alle 20 Minuten. Wählt ihr die alle aus, die 20 Minuten gehen und zieht ihr euch dann so einzeln rüber. Bis hierhin noch ganz einfach.
Okay. Ja, jetzt haben wir hier den Film. Damit es zu keinen Missverständnissen gibt, natürlich dürfte es von Grund auf erstmal richtig eingestellt sein, können wir nochmal hier draufklicken und da sehen wir direkt nochmal, in welcher Sprache das ist. Wir wählen natürlich Deutsch, wenn ihr es jedoch auf Englisch haben wollt, weil ihr euch das gerne in der Originalsprache anschauen wollt, kein Problem, einfach auf Englisch klicken. Das ist praktisch wie so eine Sprachauswahl hier. Untertitel kann man jedoch auch nochmal einzeln hinzuschalten. Ganz einfach. Jetzt kommt zum nächsten Punkt und das ist ganz interessant. Was wollen wir bitte schön? In welches Format wollen wir das? Da gibt es hier unten richtig, richtig viele. In DVD. Das würde heißen, er speichert die Datei in eurem PC jetzt erstmal ab und sagt euch dann nächste CD einlegen, ihr legt die weitere CD ein und der spielt das wieder drauf. Ganz einfach. AVI ist die ganz normale Videodatei, Größe, ist die ganz normale Videodatei, Format, was ihr ganz normal benutzt, um Videos wiederzugeben. Das werde ich jetzt auswählen. Hier gibt es noch für Apple, das ist ganz klar, falls ihr ein Apple-Gerät habt und es draufziehen wollt. Für MP4, das ist für alle MP4-Player. Achtung, nicht verwechseln mit anderen Geräten. Jetzt kommt das Interessante. Manche Handys, wenn ihr es euch jetzt aufs Handy spielen kann, wie mein Handy zum Beispiel, kann AVI abspielen. Und auch eigentlich alle modernen Handys. Die können es abspielen. Falls es nicht der Fall ist, könnt ihr zum Beispiel hier nochmal extra Android. Das würde ich jetzt auf alle älteren Geräte auf jeden Fall eine Nummer sicher gehen und für Android auswählen. Natürlich wird die Datei dann auch noch extra gerendert, sprich die Grafik wird runtergesetzt. Wir nehmen es jetzt hier, ich glaube, das können wir gleich auch nochmal sehen. Auf jeden Fall wird das nochmal runtergesetzt, dass es euer Handy auch wiedergeben kann. Die Datei wird kleiner, das ist besser für euer Handy. Hier zum Beispiel für Sony, da fragte ich jetzt, okay, für Sony, das ist nicht, das ist direkt hier für PlayStation, nicht für welche, die Sony-Geräte haben, sondern hier für PlayStation. Nämlich, PlayStation kann kein AVI empfangen. Da müsst ihr aufpassen. Genau. Und hier gibt es noch ganz viele andere Sachen, was ihr alles nehmen könnt. Ich nehme AVI. Genau. Jetzt sehen wir hier als erstes, in was wollen wir das Ganze, in welcher Grafik wollen wir das, also in welcher Auflösung. Einmal können wir auswählen, ganz normal, dass es 1 zu 1 den Film dupliziert, sage ich jetzt mal. Also wie sagt das ja. Dann können wir noch auswählen, in welcher Qualität. Natürlich wird die Datei kleiner und es ist besser, DVD-Qualität, TV-Qualität. Das weiß ich nicht genau. TV-Qualität, das weiß ich nicht genau, was das jetzt genau bedeutet. Und mobile Qualität, das ist einfach, die Datei seht ihr hier direkt schon, das ist ein 240p, nicht besonders gut, aber fürs Handy ist es natürlich in Ordnung. Genau, das nächste ist der Speicherort. Da kann man jetzt eigentlich an sich alles auswählen, auf dem Computer einfach. Angenommen, ihr wollt es jetzt hier auf den Desktop ziehen, einfach hier den Titel direkt noch. Das wäre jetzt hier, glaube ich, Iron Man 1 ist das. Genau, einfach den Titel. Genau, das ist der Ort. Und jetzt geht's auch schon los. Ihr klickt auf Konvertieren. Das Ganze dauert jetzt etwas. Und ihr seht, er läuft sich gerade erst noch so an. Hier oben steht. Hier sieht man, wie lange das schon läuft, allerdings nicht, wie lange es noch dauern wird. Der braucht gerade noch ein bisschen, bis er irgendwie die erste Reaktion zeigt. Und zwar, was ich als nächstes erklären kann, ist, der Gesamtprozess zeigt es hier an in Prozenten. Das heißt, da könnt ihr ziemlich gut ausrechnen, wie lange es noch dauern kann, mit der Zeit, die ihr bereits habt. Und jetzt hier die Gesamtkonvertierung. Das ist interessant, nämlich falls ihr mehrere Sachen habt, angenommen, ich hätte jetzt auch noch die Trailer dazu genommen, dann sind die hier alle einzeln, einzeln, einzeln. Und da zeigt ihr das dann komplett an. Genau. Das dauert ein bisschen und ihr könnt euch sicher denken, warum
Dieser Prozess ist extrem Prozessor belastend und ihr seht das schon, ich habe einen guten Prozessor und trotzdem zieht es das komplett nach oben, weil das einfach so ist. DVD konvertieren, das ist nun mal, ihr könnt da nichts im Hintergrund noch machen, ihr müsst es einfach durchlaufen lassen, das dauert noch eine Stunde, das dauert hier gut eine Stunde, ein, zwei Stunden, und bis das fertig ist, das Ganze, und das braucht auch den Prozessor, lastet das komplett aus und naja, das ist ganz normal, soweit. Ja. Okay, hier ist jetzt die einzelnen, das können wir natürlich auch anhalten. Hier ist noch eine schöne Funktion, nämlich direkt nach Abschluss des Vorgangs den PC herunterfahren, falls ihr jetzt angenommen sagt, ich lege mich jetzt schlafen und lasse das jetzt erstmal in die Nacht reinlaufen. Ich brauchte das eigentlich noch nicht. Ich mache das meist von am Tag oder so an. Genau. Und ihr seht ja schon, das geht ganz gut voran. Ich will es jetzt aber nicht. Ich habe den Film ja und ich brauche den jetzt nicht extra nochmal. Und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Haut rein. Ich hau rein. Bis denne.